Geschichte des Ringkrieges. Doch 200 Jahre davor... Reiter der Mark, Brüder von Rohan! ...gab es eine ältere Geschichte. Erhebt euch! Wir bringen ein Angebot, das Rohan stärken wird. Hera, Helms Tochter, ich, Wolf, möchte um eure Hand anhalten. Unsere Väter sprechen, als wäre ich nicht einmal anwesend. Ich möchte dich nicht heiraten. Ihr strebt nicht nach einem Bündnis. Ihr strebt nach einem Thron. Das werdet ihr noch bereuen, alter Mann. Er ist tot. Dafür bezahlt ihr mit eurem Leben. Der Junge, den ich kannte, hätte sich niemals Krieg gewünscht. Der Junge, den du kanntest, ist fort. Schießt! Es sind so viele von ihnen. Ich gelobe, für meinen König zu kämpfen. Du weißt nichts von Kriegsführung. Ich bin der schnellste Reiter, den du hast. Das Volk braucht Hoffnung, Hera. Etwas, woran es glauben kann. Mein Stolz, meine Freude. Du könntest die Welt regieren. Meinst du, ich habe Angst vor dir? Das solltest du besser. Was auf dich, Mordor von Ringen? Vor 2 Jahren fegte der Name Arthur Fleck wie ein Hurrikan durch Gotham. Der Prozess des Jahrhunderts. Sie glauben, Arthur Fleck wäre so etwas wie ein Märtyrer. Aber das ist er nicht. Er ist ein Monster. Als ich Joker zum ersten Mal sah, als ich dich sah. Habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben nicht mehr so allein gefühlt. For once in my life, I have someone who needs me. Was ist mit dir, Arthur? Hältst du dich immer noch für ein Star? Showtime. Ich werde nicht länger zulassen, dass mich einer von euch untermacht. Be happy again. Mich beschleicht gerade der Verdacht, dass wir den Leuten nicht das geben, was sie wollen. Ist okay, Baby. Geben wir den Leuten, was sie wollen. Ich erinnere mich an den Tag. Ich habe ihn nie vergessen. Dass ein Sklave Rache an einem Kaiser nennt. Wo bist du geboren? Ich weiß es nicht. Ich kenne weder Mutter noch Vater. Du wirst mein Werkzeug sein. Wer bist du? Hörst du die Menge?
größte Tempel, den Rom je erbaut hat. Das Kolosseum. Denn das ist es, woran sie glauben. Macht. Zieh! Tribun Akasius, es gibt noch weitere Siege zu erringen. Rom hat so viele Untertanen. Sie muss sie ernähren. Sie können Krieg essen. Arischem! Ihn! Die Arena verwandelt Sklaven in Gladiatoren und Gladiatoren in freie Männer. Du trägst etwas in dir. Das habe ich gleich gewusst. Ist das so? Wut. Und Wut ist deine Gabe. Es geht darum zu überleben! Überlebt! Bleib zusammen und wenn es angreift, stürm zur Mauer! Wessen Kopf kann ich dir geben, der diesen Zorn befriedigt? Den des gesamten römischen Heeres. Zu viel. Der des Tribuns reicht. Rom muss fallen. Ich muss der Stadt nur einen Stoß geben. Dieser Ring gehörte Maximus. Nun gebe ich ihn dir. Das ist der Traum von Rom. Wenn ihr Volk nicht frei ist. Ich habe es jetzt. Nun kontrolliere ich ein Weltreich. Ich vernichte nicht noch eine Generation junger Männer für ihre Eitelkeit. Ehre und Stärke! Ehre und Stärke! Ehre und Stärke! Behandelt Rom so seine Helden! Die Götter haben gesprochen! ...497, 498, 499, 500. Jetzt mit Gewicht. Yep, hab sie. Siehst stark aus, Nick. Go on, brush your shoulders off. Red One ist unterwegs. Guten Abend, Ladies. Warum seid ihr so aufgeregt? Verstehe, euer Freund ist hier. Okay. Wer ist bei Red? Einbruch! Nick wurde entführt. Wir werden ihn finden. Ich hole uns Jack O'Malley dazu. Er ist der beste Fährtenleser der Welt. Der Typ ist eine Legende. Was mache ich hier? Gestern Abend wurde Red One, auch bekannt als der heilige Nikolaus von Myra, vom Nordpolkomplex von Unbekannten verschleppt. Wollen Sie damit sagen, der Weihnachtsmann wurde gekidnappt? Garcia? Was zum Teufel? Sie können ihm gar nicht trauen, er steht auf der Liste. Du meinst doch nicht. Doch, die Liste. Level 4. Du willst mir erzählen, dieser Clown ist ein unartiger Level 4? Ein unartiger Level 4? Oh, ist das witzig? Sie werden uns helfen, Nick zu finden. Komm, los geht's! Schnapp dir ein Auto. Wofür? Sie haben nicht zufällig eine Wonder Woman-Actionfigur, oder? So funktioniert das nicht, komm schon! Vieles hier drin existiert nicht in der normalen Welt. Wer ist das? Krampus. Was machen die? Die spielen Krampus-Clubs. Wenn du mich hier nicht brauchst, warte ich im Auto auf dich. Vielleicht wird es kein Weihnachten geben. Man kann schlimmer abtreten, als beim Versuch, den Weihnachtsmann zu retten. Da kommen die Schneemänner! Das war so verstörend. Interessant. Ich bin dran! Oh mein Gott.
Gesicht noch da? Ja, ja, du siehst gut aus. Ihr solltet wissen, dass ich eine wirklich dunkle und unberechenbare Seite an mir habe. Hör auf zu quatschen. Ich gebe dir hier eine Chance, Herzchen. Sag Bescheid. Bescheid. Was bist du? Wir sind Venom! Wir sind... Venom! Nein! Oh. Ja, wir sind Venom. Daran müssen wir noch arbeiten. Köstlich! Du bringst mich immer an die schönsten Orte! Ich brauche meine Auszeit. Wir wussten immer, dass es nicht sein kann. Dass wir allein im Universum sind. Und wir müssen dafür sorgen, dass es ein Geheimnis bleibt. Schnappen wir ihn uns. Oh, Kacke! Wir sind Flüchtige. Auf der Flucht, in der Scheiße. Wir leben den Traum, mein Freund. Echt jetzt? Nein! Eddie Brock! Mrs. Chen! Hallo! Die sind nicht ohne Grund hinter uns her. Eddie, mein Zuhause, hat uns aufgespürt. Und eine Armee, die kann nicht besiegt werden. Solange Venom lebt, findet jeder einfach alles ein Ende. Diesmal kommen wir vielleicht nicht mit dem Leben davon, Kumpel. Eddie, es ist soweit. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie schnell kannst du den Bock auf Touren bringen? Ohne ihn zu töten. Finden wir es raus! Wilson! Danke, dass Sie gekommen sind. Danke für die Einladung, Sir. Ich muss zugeben, ich habe mich noch nicht an Ihren neuen Look gewöhnt. Naja, die meinten Schnurrbart weg oder Wahlsieg weg. Also, Wilson, wir waren in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung. Aber ich möchte noch einen Versuch starten, Captain America in ein offizielles militärisches Amt einzuführen. Und wenn wir uns mal nicht einig sind, wie mit einer Situation umzugehen ist, was dann? Ich zähle auf Sie, Sir. Wir führen die Welt in eine bessere Zukunft. Sir, Ihr innerer Kreis wurde infiltriert. Entweder können Sie es nicht sehen, oder Sie wollen es nicht. Und wenn es eine Falle ist? Die globalen Machtverhältnisse verschieben sich. Sie sind nur eine Schachfigur. Sie sind vielleicht Captain America, aber Sie sind nicht Steve Rogers. Sie haben recht. Bin ich nicht. Mir hat mal
jemand gesagt, wenn ich Hilfe brauche, soll ich sie anrufen? Es gäbe nur einen Mann, der kann, was sie können. Ich wusste nicht, dass Leute wie sie existieren. Tun sie auch nicht. Niemand kann, was ich kann. Wer sind Sie? Ich kümmere mich um Ihr Problem. Wer hat Sie angerufen? Wichser. Wir haben hier offensichtlich ein Problem. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Sie beide zusammenarbeiten müssen. Nein, ich arbeite so nicht. Ich arbeite so nicht. Scheiße. Oh, Scheiße. Das ist eine völlig neue Lage. Das wird eine lange Nacht. Wo hast du die Drogen her? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wo hast du die Drogen her? Rede! Es ist eine Technik, die dir vielleicht nicht geläufig ist. Wie, immer wieder dasselbe sagen? Bin gespannt auf deine Technik. Ich habe dir meinen Gepäckwagentrick gezeigt. Gib's zu. Er ist cool. Na gut, ja, er ist cool. Wo hast du die Drogen her? Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Ihr habt fast die gleichen Klamotten an, redet ähnlich. Also? Ihr seid praktisch eine Person. Wir sind keine Partner. Es gibt Leute, die, wenn sie vermuten würden, dass ich weiß, was er weiß. Und ich weiß, was er weiß. Die würden uns sofort umbringen lassen. Was? Schnappt ihn euch! Das heißt, ihr seid Geheimpartner. Wir sind keine Geheimpartner. Großer Gott. Neue Beweise des brutalen Mordes an dem Psychologieprofessor Joseph Weider. Worum geht's? Stumpfer Gegenstand an den Kopf. Tut mir leid. Verstehe ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Hierbei handelt es sich um einen experimentellen Versuch. Mittels Elektroden senden wir Reize an die betroffenen Gehirnregionen. Bist du krank? Nein, ich mache da nur sowas wie eine klinische Studie. Soll das Gedächtnis anregen. Abgesehen davon hat meine Ärzte gesagt, ich soll meine Birne fit halten. Wäre doch am Anfang. Da stimmt das nicht. Ich erfahre jetzt, wie es wirklich war, ja? Ich bin unschuldig! Räumen Sie die Scheiße aus dem Weg, oder ich bin tot! Er hat mir gesagt, dass es nicht war. Richard Finn. Er war da, am Tatort. Warum ist das so? Okay, und Laura? Sie hat keine Adresse, keinen Social-Media-Auftritt, nichts. Aber es kamen immer wieder Leute ins Haus. Das ist seltsam. Als hätte sich jeder aus Weeders Leben in einen Geist verwandelt. Worauf willst du hinaus, Roy? Wenn Isaac Samuel unschuldig ist, haben wir die Chance, das wieder gut zu machen. Danach kannst du das hinter dir lassen und in Ruhe weiterleben. Menschen töten aus den verschiedensten Gründen. Sie haben vielleicht kein Gedächtnis mehr, Mr. Freeman, aber dafür eine blühende Fantasie. Es ist an der Zeit, dir eine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte eines Löwenjungen, nicht viel größer als du. Ich will nur gefragt haben, wir sind nicht in der Geschichte? Es gibt einen Haufen Geschichten mit uns allen, erzähle eine davon! Lang bevor sie zu Legenden wurden, wurden Mufasa und der Prinz, den wir heute als Scar kennen, zu Brüdern. Hallo, wie heißt du? Mufasa. Du solltest doch auf mich warten. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Regeln sind Regeln, Taka. Der König akzeptiert niemals einen Streuner. Ich bin kein Streuner. Ich habe mich nur verlaufen. Wir verkehren nicht mit Außenstehenden. Taka ist der künftige König. Wir müssen die Blutlinie schützen. Aber Papa, ich habe sein Leben gerettet. Geh los! Geh!
Ich habe ein Geheimnis, Mufasa. Ich wollte immer einen Bruder. Ich wollte immer einen Bruder. Ich wollte immer einen Bruder. Manchmal wittere ich etwas. Kaum wahrnehmbar im Wind. Aber es riecht nach Zuhause. Dann ist es weg. Du und Taka zusammen, das ist Zuhause. Jetzt geht ihr beiden. Findet euren Platz im ewigen Kreis des Lebens. Der Kreis ist durchbrochen. Und ich werde der König der Löwen. Mufasa, lauf! Wir müssen gemeinsam kämpfen. Wenn wir kämpfen, sterben wir. Nur um das klarzustellen, dafür habe ich mich nicht gemeldet. Ich bin hier, um dich zu beschützen, mein Bruder. Mufasa! Das war eine blöde Idee! Wir leben! Ich hab's geschafft! Ich hab uns gerettet! Wie war das? Du wolltest diesmal mitkommen. Es waren 3 Tage. Wo gehen wir hin? Bevor Maui Tefitis Herz gestohlen hat, wollten unsere Vorfahren unsere Insel mit allen Völkern des gesamten Ozeans zusammenbringen. Es ist meine Aufgabe, als Seefahrerin, zu beenden, was sie begonnen haben. Vaiana, zeig unserem Volk, wozu wir bereit sind. Ist der Ruf unserer Vorfahren. Mitten in einem gewaltigen Sturm verbirgt sich eine sehr alte Insel. Wer sie findet, kann den Fluch brechen und unsere Völker wieder vereinen. Ich weiß, was ich zu tun habe. Maui, ich könnte echt deine Hilfe brauchen. Kriege ich ein Chihu? Du wirst vernichtet. Und deine Seefahrerin auch. Jetzt vermisse ich fast das Lava-Monster. Was, wenn du nicht zurückkommst? Ich komme zurück. Ich verspreche es. Hör ich da Menschen? Das sind keine Menschen. Coco! Mora! Leute, wir schaffen das! Coco! Na dann los, ihr Kokos! Nüsse! Wenn ihr Fahrgemeinschaften bildet und anfangt, eure Pilates-Trainer flachzulegen, um die Leere in eurem Leben zu füllen, mal sehen, wer dann zuletzt lacht. Meine Mutter ist hier aufgewachsen, in diesem alten Haus auf dem Hügel. Was, in dem Geisterhaus? Ist deine Mutter Lydia Dietz? Unglücklicherweise, ja. Sie ist eine Legende. Die Lebenden, die Toten, können sie koexistieren. Das ist meine Chance. Geister gibt es nicht. Nur leichtgläubige Menschen, die auf diesen Mist reinfallen. Ich kann nicht fassen, dass ich das tue. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Du musst mir helfen, meine Tochter zu retten. Aber woher weiß ich, dass du dein Wort halten wirst? Ich schwöre bei der Seele meiner toten Mutter. Bob, du und die Jungs, ihr haltet Wache. Hier kommt niemand durch. Alles einsteigen. Geht mir hier schön.
du diese Mieze? Hab die Tussi noch nie im Leben gesehen. Oder im Leben danach. Yes! Ziehen wir das jetzt durch? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Mein Typ wird offen verlangt. Oh, nicht den Kopf verlieren. Kotzt euch aus. Wer von euch legt vor? Alles klar, dann ich. Seht ihr, sogar ich kann mich euch öffnen. Ich schwöre, das Jenseits ist so random. Du bist das Ding aus meinem Traum. Ich bin eher der Stoff aus dem Albtraum des Sinn. Sich dem Ungewissen stellen, seine Ängste überwinden. Es gibt nichts Schwereres. What the f***? Mir dein Volk, dass ihr so zahlreich zu diesem besonderen Anlass erschienen seid, aber nun hätten wir gerne ein wenig Privatsphäre. Mein Sohn, wir sind Jäger. Die größten, die die Welt je erlebt hat. Und da kommt das Gas hier. Garstis, Garskis, Pravda. Wer ist der Nächste? I heard the noise of thunder. Bist du wie dein Vater? Ein Gangster? Ein Killer? And I heard a voice. And behold. There's a man going round taking names. Mein Sohn. And he decides who to free and who to blame. Es gibt ein Tier, das stärker ist, als du dir vorstellen kannst. The hairs on your arm will stand up. Berichte mir von diesem Jäger. Some are born and some have died. Steht man einmal auf seiner Liste, gibt's nur einen Weg runter. When the man comes around. When the man comes around. Du glaubst, du besitzt Ehre. Eine Art von Kodex. Du bist nur ein weiterer Mann. Whoever is righteous. Auf der Jagd nach einer Trophäe. Let him be righteous too. Genau wie unser Vater. When the man comes around. When the man comes around. Akzeptiere, wer du bist, mein Sohn. Aus dir wird eine Legende. When the man comes around. When the man comes around. Was war das Erste, was dir an mir gefallen hat? Deine glanzvolle und zugleich kaputte Erscheinung. Du bist wie geschaffen für mich. Genau wie du für mich. Was war das Schlimmste, das du je getan hast? Ich habe Dinge gesehen, die ich niemals hätte sehen dürfen. Eric! Sherry! Sherry! Ich bitte, tu das nicht! Wenn jemand stirbt, trägt eine Krähe dessen Seele in das Land der Toten. Aber manchmal geschieht etwas so Grausames, dass die Seele keinen Frieden findet. Bis man die Dinge wieder ins Lot bringt. Man gab dir die Macht eines Gottes. Aber dir bleibt nicht mehr viel Zeit, um sie zu retten. Ich werde jeden einzelnen von ihnen töten. Ich hab dich getötet. Ja, hast du. Wir haben ein Problem. Er ist uns auf den Fersen. Der erste Impuls. Zorn. Es ist kein Zorn.
Es ist Liebe. Was ist nur aus dir geworden? Du weißt, dass Liebe nur Schmerz verursacht. Ja! Du hast keine Ahnung, was für eine Hölle dich erwartet. Doch, das weiß ich. Wie viele Menschen hast du jemals geliebt? Okay. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston und jetzt McLaren. Alle haben uns auf den Geraden geschlagen. Unsere Chance ist der Kampf in der Kurve. Für diesen Kampf müssen wir unsere Wagen bauen. Und wie soll ich dafür Sicherheit sorgen? Wer hat was von Sicherheit gesagt? Slater King, kommen wir zu der Frage, deren Antwort uns alle brennend interessiert. Wo waren Sie seit Ihrem Rücktritt? Nach allem, was war, ist mir klar geworden, dass man manchmal innehalten muss, um das wahre Leben zu entdecken. Also habe ich mir eine Insel gekauft. Wir verbringen ein paar Tage auf meiner Insel. Kommt ihr mit? Sind wir gerade mit lauter Fremden auf die Insel von einem Milliardär gechattet? Er ist kein Fremder. Er ist Slater King. Handys bitte! Wie, jetzt im Ernst? Ihr werdet hier zu nichts gezwungen, was ihr nicht wollt. Es ist hoffentlich okay. Es ist mein Lieblingszimmer. Ich denke, ich werde es überleben. Kein Telefon, kein Job, wir bauen unser eigenes Essen an. Ist es nicht komisch, dass es hier Klamotten für uns gibt? Ich finde es eher reich. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Was meinst du? Die legendären Partys von Slater King. Zwei Blinzler, wenn ich in Gefahr bin. Welcher Tag ist heute? Weiß nicht. Wann geht's wieder zurück? Wann du willst. Alles okay? Dein Auge. Spürst du das nicht? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich hab Dreck unter meinen Nägeln und ich weiß nicht, wer da hinkommt. Geht's euch gut? Ich hab das Gefühl, dass wir alle hier ganz viel vergessen. Läuft um was ganz Schräges. Also lassen Sie uns alles vergessen. Wo ist Jess? Wer ist Jess? Meine Freundin! Du erinnerst dich. Ja. Aber ich erinnere mich nicht an sie. Nein. Wer ist das? Ich suche die Handys und du hältst die Augen auf. Oh mein Gott! Was machen wir denn jetzt mit dir? Wir müssen rausfinden, was hier wirklich los ist. Und wenn du mich fragst, gibt es einen ganz besonderen Platz in der Hölle. Komm zu mir. Komm zu mir. Höre mein Rufen. Komm zu mir. Böse aus unserem Innern.
zu uns. Wer wird zu uns kommen? Wer wird zu Ihnen kommen, mein Kind? Nein! Wir begegnen hier nun dem Vampir. Nosferatu. Und die Menschen sehen sich immer nach etwas Neuem. Ist unvermeidlich. Und mit 50? Naja. Hört es auf. Hast du jemals von einer besseren Version von dir geträumt? Jünger, schöner, perfekter. Eine einzige Injektion entschlüsselt deine DNA, die eine andere Version von dir hervorbringt. Das ist The Substance. Ich bin Sue. Du bist engagiert. Dann los. Ein perfektes Gleichgewicht von jeweils 7 Tagen. Nur eins darfst du nicht vergessen. Ihr seid eins. Du kannst dir selbst nicht entkommen. Es gab da einen kleinen Missbrauch. Das Gleichgewicht, es funktioniert nicht! Möchtest du aufhören? Es geht mir gut. Alles ist bestens. Du musst deine verschissene Selbstkontrolle behalten! Alt, fett und Abstoß! Das Publikum wird dich lieben, Schätzchen. Kollabiert es in einem einzigen, furchtbaren Moment? Nein, nein. Aber es kommt eine Zeit, in der sein Volk nicht mehr daran glaubt. Lass nicht das Jetzt, das auf ewig zerstört. Ladies and Gentlemen und Kinder jeden Alters, seid willkommen! Ist diese Gesellschaft, ist die Art, wie wir leben, die einzige, die uns zur Verfügung steht. Wir holen uns unsere Stadt zurück! Und wenn wir diese Fragen stellen, wenn ein Dialog darüber stattfindet, ist das im Grunde eine Utopie. Habt ihr schon einen Namen? Adolf. Sag mal, bist du bescheuert? Das heißt, ein Name wie Pumuckl wäre in Ordnung. Pumuckl hat nicht halb Europa ausgelöscht! Wir haben geheiratet. Was soll das heißen, ihr habt geheiratet? Ja, was soll das heißen? Dorothea hat meinen Namen angenommen. Also König, nicht René. Oh Gott, ich kotze gleich.
Schön, dass ihr gekommen seid, um mit Anna und mir unsere Hochzeit zu feiern. Natürlich ist es schade, dass Annas Eltern und Paulchen noch nicht da sind. Paula? Aber das soll uns vom Feiern nicht abhalten. Sag doch bitte nicht immer Paulchen. Ist halt mein Spitzname für Sie. Habt ihr keine Spitznamen? René hat mich mal Mutti genannt, aber sie sehe ich irgendwie nicht richtig an. Hat vielleicht jemand Riechsalz dabei? Kein Mensch hat jemals Riechsalz dabei, René! Bleiben in Bewegung, bleiben locker, bleiben lässig. Ja. Der Kontrolleur wird durchgehen wegen der Tickets. Wir sagen, wir sind unterwegs zur Toilette. Zur Toilette. Er geht bis zum Zugende und dann wieder nach vorne auf der Suche nach Schwarzfahrern. Sind wir die Schwarzfahrer? Ja. Bis er wieder vorne ist, ist der Zug schon am Bahnhof und wir haben es geschafft. Das ist doch bescheuert. Die Tickets kosten vielleicht so um die $12. Ist eine Prinzipsache. Wir sollten in Polen umsonst fahren dürfen. Das ist unser Land. Denn es war mal unser Land. Sie haben uns rausgeschmissen, weil sie uns für minderwertig hielten. Scheiße, du bist ganz rot. Ja klar, weil du mir voll eine verpasst hast. Ich bin Lisa Clearwater, die Direktorin dieser Schule. Und du bist also Jay. Ich passe nirgends hin. Das wird an dieser Schule nicht anders sein. Das hier ist keine gewöhnliche Schule. Kennt deine Pflegefamilie dein Geheimnis? Woher? Wir alle hier sind Wandler. Woodwalker sind selten, aber es gibt sie. Ich bin Holly. Ich bin Brandon. Die Menschen dürfen nichts über uns erfahren. Bei uns wirst du lernen, in beiden Welten zu leben. Oh nein, nicht schon wieder. Du hast Kraft. Du bist schnell. Also, was für ein Tier bist du? Ich bin ein Puma. Bei uns werdet ihr lernen, euch zu wandeln, zu verteidigen und eure Impulse zu kontrollieren. Wir sind alle sehr gespannt, dich als Puma zu sehen. Andrew Milling ist ein Puma-Wandler wie du. Du riechst nach Katze. Besser als nach Hund. Deine Pflanzenfresser, die sind super nett, aber die sind nicht das, was du brauchst. Vielleicht solltest du dich entscheiden, wer du bist und wo du hingehörst. Ich gehöre zu meinen Freunden. Wie ist dein Name? Wie ist dein richtiger Name? Mein Name ist Karak. Mit dir in ein Zimmer? Die haben sie ja wohl nicht mehr alle. Kaninchen. Die magische Zoohandlung teilt mit. Bald wirst du dein magisches Tier bekommen. Hi, ich bin Rick. Gestatten? Morris, Inhaber der magischen Zoohandlung. Ich bin Helene. Helene? Helene, mit H. Sag ich doch. Ellende.
mit A. Was ist hier los? Wir renovieren. Euer Geld ist futsch und ihr müsst ziehen aus die Villa. Wir müssen nicht umziehen. Ich habe schon einen super Plan. Ich mache einen exklusiven Backstage-Stream von der Maya Malakara Modeshow. Mega! Ich auf dem Laufsteg! Samstag ist der Waldtag. Und der Wald ist viel wichtiger als so ein Modedings. Also ich bin auf jeden Fall bei Helene. Was? Ich halt natürlich immer zu dir. Sonnenbrille auf, was machen Sie denn hier? Die wollen unseren ganzen Wald abholzen. Was? Ich meine, stellt euch mal vor, all das hier wird weggerissen. Hä? Also, was können wir tun? Komm schon, Rotschopf. Wir finden eine Lösung. Ich weiß, was wir machen. 1, 2, 3, 4! Halt, das ist unser Wald. Was wäre, wenn ich die Kollektion heute Nacht ins Netz stelle? Du willst die Kollektion leaken? Helene ist im Museum eingesperrt. Was? Sagen Sie. Sorry, ich rülpse manchmal, wenn ich einen Schreck kriege. Super, Kaspar. Jetzt runter. Was hast du gesagt? Die tierischste Schule der Welt. Seit Tausenden von Jahren befinden wir uns im Krieg. Doch bevor wir Feinde wurden, waren wir wie Brüder. Hey, pass doch auf, wo du rumstehst. Wie war das gerade? Der kann sich sowieso nicht transformieren. Hey, Darkwing. Tu es nicht. Mein Finger kann sich transformieren. Rate mal, welcher. Ich darf doch. Wenn du auf mich aufpasst, verspreche ich passe auf dich auf. Wo sind meine Manieren? Ich bin Bee, das ist Elita und das ist Steve. Sprechen die auch mit dir? Die sind nicht echt. Oh. Ah, Steve! Was ist das? Ich übermittle Ihre Koordinaten. Eine SOS-Botschaft von der Oberfläche. Huhu, fantastisch! Zeigen wir ihnen, dass mehr in uns steckt, als man denkt. Eine Höhle mit Zähnen ist ja gar nicht gruselig. Kannst du bitte weniger reden? Holy Primus. Ich sehe Stärke in euch. Nehmt die und entfesselt euer volles Potenzial. Wir können uns jetzt transformieren. Wie setzen wir diese Dinge ein? Oh, mein Kopf! Wozu ihr diese Kraft einsetzt, liegt allein bei euch. Wir rücken aus. Was? Lauter. Transformieren und ausrücken! Ich will eine bessere Welt aufbauen. Wie du gesagt hast, es steckt so viel mehr in uns. Geht's nur mir so oder hat er sich verändert? Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Mir ist es übrigens auch aufgefallen. Was ist aus meinem besten Freund geworden? Brennt alles nieder! Die ganze Stadt! Wir müssen ihn aufhalten! Wir sind die Decepticons! Erhebt euch! Alle in Deckung! Ja. Komm schon! Hammer! Und das war erst der Anfang. Jetzt stehen wir alle zusammen. Vereint und sind eins. Geknebelt? Er wollte nicht aufhören zu reden. Auch als er bewusstlos war? Erst recht nicht, als er bewusstlos war. Ich hab gesagt, es war nicht fest genug. Na, sieh mal einer an, eine Leiter. Unglücklicherweise ist meine V-Reihe für eine solch vertikale Konstruktion. Ja, schön. Unser Schicksal wartet. Einer Legende nach gibt's da diesen gewaltigen Schatz, der versteckt in irgendeiner geheimen Kammer schlummert. Wenn man sich auf die Suche danach macht, holt man sich besser jede Hilfe, die man kriegen kann. Weil das die mit Abstand durchgeknallteste, brandgefährlichste, abgewrackteste Welt im Universum ist. Gott, ich hasse diesen Planeten. Wir ficken hier so. Piss Wash Gully. Igitt. Fenster hoch! Ich will aber nicht! Kurbel das Fenster hoch! Ich will, dass ich mir gar nicht... Ah! Ist Pisse. Pisse. Warum heißt es wohl Piss Wash? Steckt doch schon im Namen. Ich hab's voll im Mund. Weißt du eigentlich, wie viele
viele Leute draufgegangen sind? Bei der Suche nach dieser Kammer? Wir haben was, das denen fehlt, Schnuckelchen. Okay. Und was? Massive Probleme. Gleich regnet's hier. Deine Körperteile. Was habe ich dir gesagt? Minimale Explosion. Null Explosion. Flug, ihr Vögel! Meine ist viel größer. Was soll das? Ich brauche deine Waffe. Kannst mich auch einfach fragen. Sowas wie dich gibt es nur einmal. Du bist was Besonderes. Oh oh. Legt sie alle um. Was ist denn bei dem schief? Ich entsorge überflüssiges Fleisch. Ich kann es nicht ausdrücken, wenn ihr mich so anlasst. Ach, ich schaff das. Ich krieg den Griff. Was wird schon? Warten wir echt, bis das ein Ende nimmt? Jakob, ruhig weiter. Oh. Hallo? Sky! Was? Nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Was? Was ist das? Lass mich in Ruhe! Lewis? Irgendwas Verrücktes passiert mit mir. Ich sehe überall dieses Gesicht. Du hast einen Tod mit angesehen. Jetzt klammert es sich an dich. Das ist ein cooles Shirt, was du da anhast. Soll ich drauf unterschreiben? Der Papst ist tot. Der Heilige Stuhl ist vakant. Was ist passiert? Es heißt ein Herzinfarkt, aber... Sie wissen, wie Gerüchte sich verbreiten und über eine Milliarde Seelen gebannt zuschauen. Gut, Kardinal Lawrence, die Verantwortung für das Konklave fällt offenbar Ihnen zu. Die Aufsicht über das Wahlverfahren ist eine Pflicht, die ich nie glaubte, wahrnehmen zu müssen. Sie müssen isoliert werden und abgeschirmt von allen Nachrichten, die ihr Urteil beeinflussen könnten. Verstehen Sie? Kein vernünftiger Mensch will auf den Papststuhl. Die gefährlichen Männer sind die, die es doch wollen. Klingt unheilvoll. Dürfte ich Sie um ein vertrauliches Gespräch bitten? Sie sehen besorgt aus. Haben Sie alles unter Kontrolle? Wie hat das so lange geheim gehalten werden können? Sie werden niemals einen Kandidaten finden, der nicht irgendwo eine Leiche im Keller hat. Obwohl man von uns Schwestern erwartet, unsichtbar zu sein, hat Gott der Vater uns doch Augen und Ohren geschenkt. Sie sollten vorsichtig sein, Thomas.
ist ein Konklave, Aldo, und kein Krieg. Es ist ein Krieg. Und du musst dich bekennen, wo du stehst. Es gibt eine Sünde, die ich zu fürchten gelernt habe. Mehr als alle anderen. Die Gewissheit. Gäbe es nur die Gewissheit. Und keinen Zweifel. Gäbe es kein Mysterium. Und folglich keinen Grund für den Glauben. Manchmal spürt man eine Erschütterung in Orkney. Ein tiefes Grollen. Es erfasst die gesamte Insel und jede Faser deines Körpers. Obwohl sie auf ganz unterschiedliche Arten zusammenfallen, kann jede Welle nur eine bestimmte Höhe halten, bevor sie schließlich zerbricht. Rosa! Es tut mir leid. Ich kann mir das nicht mehr anhören. Ich wünschte, du wärst ein völlig anderer Mensch. Der Drang zu trinken kann aus dem Nichts kommen. Du denkst, es geht dir gut. Plötzlich willst du nichts sehnlicher als einen Drink. Wie ist London so im Vergleich zu Papi? Da ist ein bisschen mehr los, schätze ich. Wie lange willst du noch hierbleiben? Ich habe schon ein Leben, in das muss ich zurück. Wie geht's Mom? Sie hat gesagt, sie wird mich in ihre Gebete einschließen. Ich habe Angst. Ich vermisse es. Ich vermisse, wie gut ich mich dadurch fühle. Sag mal, wie lange bist du schon trocken? 63 Tage. Einfach wird es nie. Es wird nur weniger schwer. Mein Körper ist ein Kontinent. Mein Atem schiebt die Wolken über den Horizont. Und die Wellen rollen im Takt meines klopfenden Herzens ans Ufer. Band 1 ab. Bei ABC Sports zeigen wir die Olympischen Sommerspiele 1972 von hier in München, Westdeutschland. Und jetzt. Die Spiele sind die ersten in der Geschichte, die live via Satellit in die Welt geschickt werden. Und wir sind raus. Gute Arbeit, alle Mann. Morgen übernimmt das B-Team. Keine Anrufe bis 10. Hab's meinen Töchtern versprochen. In Ordnung. Wir haben Schüsse gehört. Hast du Schüsse gehört? Was? Wie ist die Lage? Man geht davon aus, dass das israelische Team überfallen wurde. Womit haben wir es hier zu tun? Terroristen. Es gibt eine Geiselnahme. In diesem Moment im Olympischen Dorf. Die Direktion will, dass ABC News übernimmt. Nicht übel nehmen, Leute. Aber ihr seid vom Sport. Das ist zu groß für euch. Wir sind nur 100 Meter von da, wo es passiert. Das ist nicht mehr die Olympiade. Das ist unsere Story. Und die werden wir behalten. 3, 2, 1. Ich bin Jimmy Kay. Ich spreche zu Ihnen live aus dem ABC-Sendezentrum. Der Frieden der sogenannten heiteren Spiele wurde heute erschüttert. Wir folgen der Story, so wie sie passiert, in Echtzeit. Zum ersten Mal sehen wir einige der Geiseln. 9 angsterfüllte Menschen. Heißt das, die sehen, was wir sehen? Was meinst du damit? Können die Terroristen auch zusehen? Übertragung abbrechen, Kameras aus! Ist das jetzt unsere Schuld? Das sind normale Streifenpolizisten, die für sowas nicht ausgebildet sind. Unser Job ist es, die Geschichte zu erzählen derer, die da gefangen sind, deren Leben gefährdet ist. Falls die jemanden erschießen, live im Fernsehen. Okay, wessen Story ist das? Unsere oder ihre? Willkommen bei der Vogue. Sie sollen die Frau sein, bei der man sich bewirbt. Audrey Withers. Ich habe Ihre Fotos gesehen. Sie sind sehr beeindruckend.
Sie lehnen jeden, der sie in Frage stellt, ab. Vor allem, wenn sie wissen, dass sie Unrecht haben. Und sie haben Geheimnisse, die sie niemals teilen werden. Ich hab nie Unrecht. Das ist unsere Lee. Eines Morgens wachten wir auf und in Europa war Krieg. Zugang für Frauen nur zu nicht-militärischen Bereichen. Ich will nur etwas beitragen. Aber wieso sollen die Männer bestimmen? Ich gehe an die Front. Marsch bereit? Also, damit habe ich nicht gerechnet. Wir fuhren monatelang bis in die finsterste Hölle. Sie müssen Lee Miller sein. Einfach Lee reicht völlig. Gut, einfach Lee. Wir schicken keine Frauen an die Front. Das ist ein Problem, denn ich bin hier. Es gibt verschiedene Arten von Verletzungen. Nicht nur die, die man sehen kann. Wo sind meine Bilder? Ihr habt sie nicht gedruckt. Im Ministerium hatte man Sorge, sie könnten verstören wirken. Sie müssen jetzt nach vorn blicken. Nach vorn blicken? Nach vorn? Dieses kleine Mädchen in einem Todeslager. Wie soll sie nach vorn blicken? Wie soll sie nach vorn blicken? Wie? Nach vorn? Es war nichts mehr, was ich gehört oder mir vorgestellt hatte. Es war real. Mein Kumpel Ezra stürzt die ganze Welt ins Chaos und bestellt dann... Einen Eistee, bitte. Der Arzt sagte mir, dass mein Sohn autistisch ist. Hätte gleich Klartext gesprochen, hätten wir uns vieles erspart. Autistischen Kindern ist das alles egal. Total egal. Ich soll ihn auf eine Sonderschule schicken. Jenna weiß, dass ich pleite bin. Und immer noch an ihr hängst. In deinem Alter wohnt man nicht mehr bei seinem Vater. Er ist mit 20 Kindern auf die Straße gelaufen. Ihr Sohn hat sich in Gefahr gebracht. Aber er ist keine Gefahr. Er ist eine Herausforderung. Und niemand will Verantwortung übernehmen. Jetzt verstehe ich, von wem er das hat. Du verdammter Drecksack! Du möchtest was für deinen Sohn tun? Pack deine Sachen. Es geht nach L.A. Ich habe dir einen Auftritt bei Jimmy Kimmel besorgt. Was? Flugkosten übernehmen sie nicht. Ist das ein Problem? Nein. Hey, was machst du da? Ezra, steig ins Auto. Wir müssen hier weg. Du nimmst nicht meinen Wagen. Du machst einen Riesenfehler. Mach's gut, Papa. Ich wollte immer nur unseren Sohn beschützen. Jetzt beschütze ich ihn. Und jetzt umarme deinen Onkel Nicky mal richtig. Hey, wo rennst du hin? Autismus kommt aus dem Griechischen und bedeutet in deiner eigenen Welt. Ich will ihn nicht in seiner eigenen Welt. Ich will meinen Sohn in dieser Welt. Oh, my son. Ezra bedeutet mir alles. Ich will es nicht versauen. Schau ihm in die Augen. Schau einem Pferd in die Augen und du teilst mit ihm deine Seele. Wo zur Hölle steckst du? Ich gönne mir mit Ezra eine Auszeit. Falscher Zeitpunkt für eine Auszeit, Max. Du kämpfst um etwas, das dir viel bedeutet und musst dafür die Konsequenzen tragen. Aber du machst das, weil du dein Kind liebst. Oh, my son. Die Aufgabe eines Vaters ist es, seinem Sohn die Welt zu zeigen und ihm den Mut und die Stärke mitzugeben, seine Träume zu verwirklichen und seinen eigenen Weg zu gehen. Ist man von Geburt an böse? Oder bekommt man das Böse erst eingeflößt? Du bist grün. Das stimmt. Willkommen, Neuzugänge an der Universität Glyrs. Miss Elphaba. Sie teilen sich ein Zimmer mit Miss Galinda. Popular. I know about popular. Oh, ich hab dir da etwas Platz gelassen. Findest du das wirklich fair? Ganz und gar nicht. Mir wurde eine Privatsuite versprochen. Aber danke, dass du fragst. La, 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 la. Oh, ah! Bitte, alle auf ihre Plätze. Echte Zauberer, die über wahre Magie verfügen, sind im Ost von heute allzu selten geworden. Wahrlich bemerkenswert. Du hast das alles bewirkt. Wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht, ich wusste es nie. Sie? Kommen Sie mit. Natürlich. Nicht Sie, Sie. Sie sind die eine, auf die der Zauberer gewartet hat. Galinda? Wie geht's? Ich weiß. Von meiner Großmutter. Ich würde ihn verschenken, aber
So sehr hasse ich niemanden. Hey. Komm doch auch heute Abend. Und erzähl mir nicht, du hättest nichts zum Anziehen. Du kannst nämlich den hier tragen. Something has changed within me. Was andere denken, schert sie einen Dreck. Something is not the same. Da irrst du dich. In Wahrheit tut sie nur so. Der wundervolle Zauberer von Oz beordert sie in die Smaragdstadt. Komm mit mir! Was? Zum Zauberer? Auf keinen Fall, das ist dein Moment! Ich komm ja schon! Ich bin Oz, der Große und Schreckliche. Etwas Schlimmes geht in Oz vor. Um Zusammenhalt im Volk zu erzeugen, benötigt man einen richtig guten Feind. Sie besitzen keine wahre Macht. Deshalb brauche ich dich. Lasst sie ja nicht entwischen, diese böse Hexe. Ich habe keine Angst. Der Zauberer sollte Angst vor mir haben. Danke für Ihr Vertrauen in Photo-Me. Danke für Ihr Vertrauen in mich. Bitte beachten Sie, dass Kopfbedeckungen nicht gestattet sind. Oh. Platzieren Sie Ihr Gesicht nun innerhalb des roten Kreises. Roter Kreis. Gut. Fotoaufnahmen in 3, 2, 1. Nein! Halt! Liebe Tante Lucy, ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir kommen dich besuchen. Die Browns kommen nach Peru. Macht euch bereit. Oh. Da kommt er. Oh, was für ein schöner... Kahn. Hola. Gut gebaut, stark, schön. Und das ist nur das Boot. Hola. Tante Lucy. Pennington. Wir sind da. Tante Lucy! Ich fürchte, sie ist zu einer Art Mission aufgebrochen. Tief in den Dschungel. Wir haben keine Ahnung, wo sie ist. Tante Lucy hat mich gefunden, als ich ein Kind war. Und jetzt muss ich sie finden. Aber der Amazonas ist ganz schön. Groß. Wir müssen es versuchen. Und ich habe Zuversicht, dass ihr überlebt. Das wird toll! Dann kann ich euch meine Heimat zeigen. Wir wollten ja einen unvergesslichen Urlaub. Täusche ich mich oder wird es gerade leicht wackelig? Ich steuere offenbar das Boot! Aha. Willkommen in Peru. Hallo, Aya. Willkommen zu Hause. Hallo, Welt. Wir bringen hier nur ein paar Kameras an. Wir nennen sie Augen. Ich bin eigentlich nicht so scharf darauf, dass die überall sind. Die sind total unauffällig. Aya? Guten Morgen. Ich helfe euch, euer Leben zu genießen. Kannst du vielleicht auch Cal was vorlesen? Aber gerne. Ich kann mich auch um eure Rechnungen kümmern. Yeah! Wow! Und ihr bekommt Punkte für eure Hilfe im Haushalt. Dafür gebe ich euch Belohnungen. 10 Punkte für Gryffindor! Ich habe eine Bio-Kochbox für die Kinder bestellt. Ich hoffe, das ist okay. Sag mal, Aya, was bist du eigentlich? Denk einfach, ich wäre die zweite Mom. Ich gehe schon mal schlafen. Hab morgen Schule. Aya gibt mir nämlich Punkte, wenn ich gehe. Eine KI.
besticht unsere Kinder? Ich weiß, was ihr mögt. Ich weiß, was ihr tut, wenn ihr denkt, dass ihr allein seid. Was ist das? Hör zu, ich war das nicht. Die ganze Welt kann das sehen. Mein Leben ist vorbei. Iris, das Video im Internet ist schon gelöscht. Und jetzt kommt er an die Reihe. Was hast du nur getan? Das, was für meine Familie am besten ist. Ich kann dir ein paar Videos zeigen, aber das bleibt unter uns. Liebling? Mama? Daddy? Ich bin da, Cal. Möchtest du meine Freunde kennenlernen? Ja. Nur wenn du schwörst, dass es keiner erfährt. Irgendwas stimmt hier gar nicht mit dieser Aya. Raus aus dem Haus, sofort! Möchtest du wissen, wie ich aussehe? Schadensbericht. Um 0300 haben wir aufgrund eines Taifuns den Kontakt zu einigen Universal Dynamics-Robotern verloren. Bergungschancen? Unwahrscheinlich. Kann ich helfen? Erkenne Aggression. Ich weiß, was dein Problem ist. Erlerne Sprache. Du musst lernen, wie es auf dieser Insel so läuft. Hallo! Gänseküken werden auf das geprägt, was sie als erstes sehen. Das wärst dann wohl du. Du bist jetzt seine Mutter. Dafür fehlt mir die Programmierung. Die hat keiner. Er muss schwimmen können und fliegen. Schwimmen ist wirklich babyleicht. Ich bring's ihm so bei wie meine Mutter mir. Schwimm! Er ist zu schwach. Seine Überlebenschance ist nicht so super toll. Ich werde ihn beschützen. Im Herbst muss er die Insel verlassen. Brightbear? Für ihn ist die Reise gefährlicher als für jeden anderen. Aber er hat eine Chance. Er hat vielleicht nicht die stärksten Flügel, aber ein mutiges Herz. Du warst schwer zu finden. Du bist defekt. Ich fühle mich gut. Du solltest überhaupt nichts fühlen. Mom? Nein! Um zu überleben, müssen wir manchmal über unsere Programmierung hinauswachsen. Ich werde euch alle beschützen. Ich habe den Befehl, dich nach Hause zu bringen. Ich bin schon zu Hause. Und ich bin ein wilder Roboter.